So, das ist mein Projekt Unterdruckkammer. Man sieht schon hier, er saugt da ganz gut die Luft raus. Das ist ja, war ja ursprünglich eine Gasflasche. Ja, da sitzt jetzt so ein Kühlschrankmotor, den habe ich mir bei eBay besorgt. War spottbillig, das Ding. Habe da noch einen Schalter eingebaut, damit ich an- und ausschalten kann. Das Ganze auf eine Platte montiert. Und noch ein paar Rollen drunter, dann kann ich das so hin und her fahren. Aber das Ding wiegt ja schon ein bisschen was. Oben drauf ist dann diese 3 cm Plexiglasplatte. Ja, ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, weil so käufliche Druckkammern ja meistens 1 cm. Aber ich hatte die eh gerade da. Da habe ich gedacht, dann machst du gleich 3 cm und das ist gut. Vielleicht hole ich auch nochmal einen stärkeren Kompressor, der dann noch mehr liefert, aber für die Zwecke, wo ich es brauche, ist eigentlich völlig ausreichend. Und als Clou habe ich noch eine LED-Beleuchtung eingebaut. Das war eigentlich nur so ein Gag. Ich dachte schon, wenn ich schon so ein Ding baue, dann machen wir das so gleich innen mit Beleuchtung. Und damit ich da nicht so tief reinfassen muss, habe ich da noch so ein Podest rein. Dann zeige ich gleich mal, wie das gebaut ist. Die LED, da ist einfach eine 9 Volt Block Batterie, man sieht das da, in einem Schmuckkästchen mit einem kleinen Schalter, weil für diese gängigen käuflichen LED-Leisten reichen 9 Volt gut aus, das ist ja hell genug, soll ja auch nur ein bisschen hübsch aussehen. So, jetzt mache ich das Ding gleich mal auf, dann erkläre ich noch, wie ich die Dichtung gemacht habe, weil so eine Gasflasche hat natürlich keine Dichtung, da musste ich mir auch was einfallen lassen, also käufliche Dichtung. Die kosten meist nur 30, 40 Euro, aber das geht unter Umständen auch ein bisschen günstiger und funktioniert, das ist die Hauptsache. So, jetzt hat er schon relativ viel Druck, jetzt lassen wir mal da den Druck wieder raus. Das ist, also, da ist einmal, man sieht das jetzt, ein Unterdruckmanometer an der Schottverschraubung. Die Schottverschraubung geht rein, das zeige ich gleich nochmal. Dann hier habe ich einen Kugelhahn benötigt. Da ist so ein T-Stück mit dem Kupplungsstück dazwischen, weil die Gewinde nicht aufeinander passten. Und dann die Schottverschraubung nach innen drin. So, und hier ist ganz normal, das ist jetzt irgendwie aus dem Auto ein Schlauch, aber der funktioniert. Und das ist jetzt ganz normal hier Kompressor an, also für einen Kompressorschlauch einen Anschluss dran geschraubt. So, jetzt machen wir das Ding mal wieder auf, da hört man es gleich. Ja, ist dann ganz ordentlich Unterdruck drin. Dann den Kompressor abschalten. So, jetzt kriege ich auch den Deckel wieder auf. Normalerweise saugt sich der fest schon bei 0,2, also minus 0,2 Bar. Da kann man die ganze Gasflasche am Deckel hochheben. So stark ist das. So. Und jetzt kann man da auch mal reingucken. Das ist jetzt diese Platte, wo ich da drin habe. Die habe ich nur mal geschwind zusammengebaut. Ja, stellt man unten einfach rein. Wenn ich jetzt ein größeres Objekt habe, dann kann ich ja das da ganz unten reinstellen. Dann habe ich da Platz genug. Aber für die Sachen, wo ich es brauche, da will ich dann natürlich nicht immer bis ganz unten reingreifen müssen. Und da habe ich mir einfach so ein Teil gebaut, wo ich jetzt einfach da reinstelle. Und das geht ganz gut. So. Und jetzt sieht man da auch, da ist die Schottverschraubung, wo sie innen reinkommt. Nochmal ein bisschen scharf stellen. So, okay. Ja, und die LED-Leiste, die habe ich da einfach, gut, da sind jetzt 3 LEDs dummerweise ausgefallen. Aber, ja, kann ich ja mal bei Gelegenheit einfach eine neue reinkleben. Das war jetzt nur mal zum Testen, ob es überhaupt geht. So. Jetzt erkläre ich gleich mal, wie ich die Dichtung gemacht habe. So, das ist die Silikondichtung. Ist eigentlich im Prinzip ganz einfach herzustellen. Was man braucht, das sind so Schaumplatten, die gibt es im Baumarkt. So Bastelmaterial, ist komplett
biegsam. Und ja gut, ein Cuttermesser zum Schneiden, vielleicht ein doppelseitiges Klebeband, je nachdem wie man die befestigen will, also die Schaumplatten an der Flasche oder eben eine Heißklebepistole. So, und die ganze Dichtung ist im Prinzip, ist das ganz einfach. Man schneidet sich so Streifen. Also das ist jetzt nur ein kurzes Stück zu Demonstrationszwecken. Also man macht sich da einen Ring, wie hoch man die Dichtung haben will, und klebt es im Prinzip dann, mal gucken, das hält es natürlich wieder mal nicht. Also es hält nicht, weil da sind noch Silikonreste dran. Vom Einsprühen erkläre ich das halt anders. Also, man schneidet sich so schmale Streifen und klebt sie praktisch, klebt so einen Rand drauf, und dann nimmt man ein zweites Stück und klebt das dann oben drauf, ein bisschen höher wie die Metallkante, damit man nachher das von oben her wie in eine Gussform richtig einfließen lassen kann. Und das gleiche macht man vor innen auch nochmal. So, dann wird das so reingeklebt, und damit da nichts durchfließt, macht man hier noch Klebeband dran, und dann hat man im Prinzip wie eine Verschalung. So, und ich habe jetzt einfach ein additionsvernetzen des Silikon genommen, Schorhärte 30, das ist so, ja, ein bisschen härteres, aber nicht ganz, also nicht ganz hart. Wenn man jetzt so eine Dichtung kaufen würde für eine Flasche, also man kann die auch anfertigen lassen für die Flaschen, kostet 30 bis 40 Euro. Und ich habe aber, da ich so Gussformen herstelle aus Silikon, hatte ich das Harz sowieso da und habe das dann die Reste davon verwendet, die ich übrig hatte. Also das ist so eine Gussform, da kommt dann nachher mit Harz eingegossen und kommt dann in die Unterdruckkammer. Weil ich hatte da immer wieder Luftblasen im Kunststoff, und wenn dann die Luft rausgesaugt wird, dann ist das Problem nicht mehr vorhanden. Weil es saugt dann die ganze Luft raus. Die Unterdruckkammer, dafür ist ja gedacht. Oder aber, wenn das eben nicht funktionieren sollte, dann müsste man das in einer Überdruckkammer machen. Aber davon mache ich dann, ich habe die Flasche jetzt präpariert, beziehungsweise den Deckel präpariert, so dass ich sowohl eine Unterdruckkammer wie auch eine Druckkammer habe. Und allerdings, wie ich das gemacht habe, das zeige ich dann mal in dem nächsten Video. So, und also wenn man diese Schalung hat, dann gießt man dann sprüht man im Prinzip den Rand und die Verschalung sprüht man mit einem Silikonspray ein, dass es nicht dran haftet. Es sei denn, man möchte, dass es da an dem Rand haftet, aber das macht ja keinen Sinn. Da das Silikon Unebenheiten von der Blechkante, also ne, die ist ja ziemlich gerade jetzt geflext. Allerdings, wenn sie nicht so genau geflext ist, dann muss man später am Silikon eine Markierung machen, dass man immer wieder an der gleichen Stelle praktisch die Dichtung aufsetzt. Weil das Silikon, wenn das verfließt, gleicht natürlich alle Unebenheiten aus. Also dann gießt man das dann in die Form rein, lässt das dann über Nacht durchtrocknen. Das braucht immer mal in der Regel 4 Stunden oder so, 4-6 Stunden. Und dann kann man die Verschalung wegnehmen und hat dann seine fertige Dichtung. Das ist eigentlich alles. Und wer es mit, nicht mehr, also man kann diese Dinger entweder mit einem doppelseitigen Klebeband befestigen oder wie gesagt mit einer Heißklebepistole. Wenn man den Heißkleber nachher wegbekommen möchte, da gibt es auch einen Trick, da nimmt man einfach normalen Spiritus, mischt das mit ein bisschen Wasser, sprüht das an und dann geht der ganz einfach weg. So, ja, das war eigentlich schon alles, der ganze Trick von der Dichtung.